Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 177. Folge der Spiel-News. Und heute, Freunde, soll es um Little Nightmares 3 gehen. Ja, das Ganze wurde am 21.08.2023 auf der Gamescom Opening Night Live vorgestellt. Trailer, den ihr auch unten in der Videobeschreibung findet. Der Little Nightmares Reihe kommt. Und ich bin schon mal wirklich sehr, sehr gespannt auf den dritten Teil. Trailer macht auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr. Um Little Nightmares 3 soll es heute in dieser heutigen Spiele-News-Folge gehen, Freunde. So, Freunde, bevor ich euch sage, worum es überhaupt in Little Nightmares 3 geht, erstmal, wann kommt es raus, von wem wurde es entwickelt, für welche Plattform kommt es raus und welche Spielemodi es gibt. So, Little Nightmares 3 soll irgendwann 2024 erscheinen. Diesmal sind die Entwickler von Supermassive Games an dem Spiel beteiligt, die Until Dawn-Macher. Bei den ersten beiden Teilen war es ja von den Tarsia Studios, aber die arbeiten gerade an einem neuen Spiel. Little Nightmares 3 kommt für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, die Switch und den PC raus. Ja, man kann es entweder solo spielen oder im Online-Koop. Das Spielprinzip bleibt eigentlich gleich, wie auch schon in den beiden Vorgängern. Gruselige Schauplätze, Rätsel lösen. So, Freunde, jetzt sage ich euch, worum es geht in Little Nightmares 3. Also, wir begeben uns auf ein neues Abenteuer in der einzigartigen Welt von Little Nightmares. In Little Nightmares 3 hilfst du Low and Alone. So heißen die beiden neuen Charaktere. Im ersten Teil war es das kleine Mädchen Six mit dem Ringmantel. Im zweiten Teil war ja Six auch mit dabei. Da auch noch Momo mit der Papiertüte auf dem Kopf. Also wir müssen Low and Alone helfen auf ihrer Suche nach einem Weg aus dem Nirgendwo. Die 12 Freunde sind in der Spirale gefangen, einem Füllhorn an verstörenden Orten, in der sie zusammenarbeiten müssen, um in einer gefährlichen Welt aus Illusionen zu überleben und einer noch größeren Bedrohung zu entkommen, die in den Schatten lauert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe begegnest du deinen Kindheitsängsten gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop oder alleine mit der... Ja, das ist jetzt grob die Story, worum es in Little Nightmares 3 geht. Wie gesagt, ich freue mich auf den dritten Teil. Ich mochte den zweiten Teil. Und jetzt der dritte Teil. Auch wenn es nicht von den Tarsia Studios entwickelt wurde, sondern jetzt von den Entwicklern, die Until Dawn gemacht haben, freue ich mich auf diesen dritten Teil. Der Trailer macht Bock auf mehr. Ich freue mich, wenn es dann 2024 erscheint. Für die genannten Konsolen PlayStation 4, Xbox Series X und S, PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox One. Den Trailer zu Little Nightmares 3, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob ihr euch den dritten Teil kauft oder nicht. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge zu Little Nightmares 3. Wenn euch die neue Spiele-News-Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen drum freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Folge. Das war zum PlayStation Showcase vom 20.05.2023. Was auf dem PlayStation Showcase alles gezeigt wurde und angekündigt wurde. Dann gelangt ihr oben zum Video, Freunde. Nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Wenn ich eins hochlade, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.